Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, und ich bin wieder munter, bis auf, dass ich gestern vergessen habe, meine Allergietablette zu nehmen. Beziehungsweise Allergietropfen. Jetzt juckt die Nase. Ich hoffe, ich werde nicht allzu oft niesen oder husten oder hast du nicht gesehen in diesem Video. Aber wenn doch, entschuldigt's gleich mal. Ja, zählt ja nichts. So, wir machen erstmal weiter. Und gehen hier ja an den Start, werden die nächsten Sachen machen. Wir haben schon 11%, wie der Julian richtig folgerichtig geschrieben hat. Ja, wir haben es also damit schon mal geschafft, ja, ein Zehntel von dem nächsten Level wegzufrühstücken, ohne dass wir, sag mal, die richtige Quest machen. Er hat mir vorgeschlagen, ich sollte doch mal einfach mal abgeben und dann die Folgequest machen für die nächste Quest und dann einfach sagen, ja, weißt du was, wir machen machen die einfach mal, damit wir sie mitgemacht haben. Eine grundsätzlich gute Idee. Ich werde damit aber warten, bis ich abgeben gehe und verkaufen gehe und hast du nicht gesehen. Habe ich eigentlich, fällt mir gerade so ein. Ja, so ein bisschen Platz habe ich sogar noch. Cool. Wenn ich das dann gemacht habe, dann können wir ja mal gucken, dass wir da drüber schauen. Heute noch nicht, demzufolge, weil ich habe ja noch 36 Mana-Steine. Naja, gut, das ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin. Ich habe noch 36 Mana-Steine, das reicht eigentlich und dann werden wir abgeben gehen, denke ich mal. Und in der nächsten Folge dann vielleicht. So, Artikel 13. Was gibt's denn heute über Neues über Artikel 13? Nicht viel. Das ist selten geworden in letzter Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sonst noch erzählen soll. Meine Güte. Es gibt zum Glück kleine Neuigkeiten. Herr Newstime nämlich, ich denke, jeder, der mittlerweile über das Thema informiert ist, wird es auch gemerkt haben. Herr Newstime war in der SPD und ist eben aus Protest, beziehungsweise als, allgemein halt jetzt auch ausgetreten. Aus der SPD, denn ja, wie gesagt, ich sag's gerne und öfters wieder, klar, SPD hat sich deutlich besser positioniert als die CDU, hat aber im Endeffekt doch keinen Arsch in der Hose gehabt, denn die SPD hätte es schaffen können, auf unserer Ebene, wie ich schon gestern gesagt habe, über Katharina Barley das ganze Ding zu kippen. Und zwar schon bevor es überhaupt zur Abstimmung gekommen wäre. Die Rollen sind auch alle, sehe ich gerade, aber das macht nichts. Ich werde trotzdem nochmal eine Runde versuchen. Ich habe ja noch die Sprint drauf, in der Hoffnung, dass es passt. Ich werde nur nicht so schnell an den Leuten vorbeilaufen. So, okay. Also, wie gesagt, die SPD hat hätte eine Möglichkeit gehabt, hat sie nicht genutzt. Punkt. Deswegen bin ich auch dafür zu sagen, nein, nie mehr SPD, genauso wenig wie nie mehr CDU, nie mehr CSU. Und, jedenfalls, der Herr Newstime hat das genauso gesehen und ist aus diesem Grund ausgetreten. So, da habe ich gestern am 31. März halt noch von einem anderen Kommunalpolitiker von der SPD, glaube ich, irgendwas gelesen von wegen, ja, die Leute interessiert das mit Artikel 13 eh nicht, also ist jetzt nicht Zitat, müsst ihr mal direkt gucken auf Twitter, ich habe darauf auch geantwortet, das interessiert die Leute eh nicht, denen ist doch die Hauptsache, die haben was zu fressen auf dem Tisch, so in der Art. Also mit anderen Worten, zumindest habe ich das so verstanden, hieß das nicht, die interessiert es eh nicht, weil das ist ja schon bewiesen, dass es eben nicht so ist, sondern es ist eben so, dass er gesagt hat, das hat die nicht zu interessieren, die sollen froh sein, dass sie zu fressen auf dem Tisch haben. Freiheit soll denen doch am Arsch vorbeigehen, die sollen gefälligst froh sein, dass die was zu fressen auf dem Tisch haben. So habe ich das interpretiert, denn, wie gesagt, das interessiert die eh nicht, so in der Art, wie er es da gesagt hat, das ist ja bereits widerlegt. Klar, es gibt viele Nicht-Internet-Nutzer, die noch nichts von dem Thema wissen. Das liegt aber daran, dass sie nichts von dem Thema wissen und nicht direkt damit in Berührung kommen. Natürlich, es gibt auch einige alte Leute, die sagen, ja okay, aber wenn dann die jüngere Generation sagt, ja hier, wir brauchen, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, denn die junge Generation ist die Zukunft. Die Alten sterben irgendwann weg. Irgendwann sind die Jungen die Alten. Und wenn die durchaus dieses Thema wichtig finden, sollte man damit durchaus auch handeln. Punkt. So, aber, naja, das ist halt, wie gesagt, typisches Politiker, arrogantes Politikergehabe in der letzten Zeit. Die glauben zu wissen, was alle wollen. Man kann es nicht allen recht machen, das verstehe ich, das ist richtig. Aber, wie gesagt, man sollte es zumindest versuchen. Und nicht für Gas.
Nicht für irgendwelche Pipelines, nicht für irgendwelches anderes Zeugs. Ich meine, es war ja auch Zeitumstellung. Es wurde in demselben Parteitag oder in demselben, ja, in der Parlamentstag, ich weiß gar nicht, wie das bei der EU heißt, richtig, da wurde ja auch beschlossen, dass die Zeitumstellung demnächst wirklich wegfallen soll. Das heißt, der Beschluss ist jetzt durch. Es wird eine der letzten, nicht die letzte, aber eine der letzten Zeitumstellungen allgemein gewesen sein, die wir jetzt hatten. Was ich grundsätzlich gut finde, aber wie gesagt, grundsätzlich gut heißt nicht, dass ich deswegen sage, ja, ich nehme nur, damit ich nicht mehr Zeitumstellung habe, nehme ich jetzt Artikel 17 oder beziehungsweise Artikel 13, aka Artikel 17. Mittlerweile müssen wir uns dran gewöhnen, so langsam ist er ja jetzt wirklich als Artikel 17 bekannt. Nehme ich den jetzt mit, nur weil die Zeitumstellung, nein! Das Ding ist so eine Katastrophe für so ziemlich das freie Internet. Ich habe, ja, wie gesagt, mittlerweile gibt es immer mehr, die sagen, ja, hier, das wird zu Einschränkungen kommen, das wird Querelen geben. Und ja, wir werden sehen, wie das läuft. Natürlich kann es am Ende immer noch so sein, dass sich für YouTube, eben weil das die größte Plattform ist, nicht wirklich viel ändert. Aber wenn sich was ändert, dann betrifft es in erster Linie Leute wie mich. So kleine Metzlein. Ich meine, es sind noch 2 Jahre Zeit und ich erinnere gerne nochmal dran. Es ist ja nur so, dass sobald das Minecraft-Projekt ausgelaufen ist und das nähert sich jetzt langsam auch mal den Zügen. Also ich denke, auf 300 Folgen bin ich mir nicht sicher, ob wir das noch schaffen. Aber sobald das Minecraft-Projekt durch ist, wollte ich ja entscheiden, wie es überhaupt, ja, nicht nur mit meinem Kanal, sondern halt auch allgemein, wie es für mich auf YouTube mit den Videos weitergeht, ob ich aufhöre oder ob ich sage, ja, weißt du was, machst halt weiter, aber halt eingeschränkt, oder sagst, ja, machst halt so, wie es jetzt ist. Definitiv, was nicht passieren wird, da muss ich definitiv sagen, was nicht passieren wird, ist, dass ich wieder mehr Videos bringe. Auch nicht mehr von Fiesta, auch nicht mehr von anderen Sachen, einfach, ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Die Zeit ist weg, die Zeit ist vorbei und wie gesagt, es war eine schöne Zeit, aber ich will halt auch mal wieder ein bisschen mehr Freizeit für mich nehmen, für ein anderes Hobby. Und davon habe ich ja auch nicht wenige. So. Hallo, warum geht denn der nicht hier? R. Ach so, T5. Na toll, da habe ich mir den extra hier ganz kompliziert reingelegt und dann will er nicht. Naja, ist egal. Jedenfalls, wie gesagt, ich habe auf Dauer nicht mehr die Zeit, überhaupt zu sagen, ja, weißt du was, du kriegst das hin. Deswegen wird es halt eben genau so laufen, dass ich eben sage, ja, ich krieg's eben ja nicht hin oder eben nicht. Oder ich werde halt so weitermachen, werde aber halt sagen, nur noch ein Video pro Tag. Das ist momentan das, was wahrscheinlich ist. Nur noch ein Video pro Tag, das heißt zwei Projekte, momentan dann halt Herr der Ringe und Fiesta. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass durchaus die Möglichkeit im Raum steht, und ja, ich weiß, heute ist 1. April, aber nein, ich mein's ernst, dass durchaus die Möglichkeit im Raum steht, dass ich sage, ja, okay, ich mache bei Fiesta noch bis zu diesem und diesem Level und dann ist auch erstmal gut, zumindest für eine Weile. Dass ich erstmal pausiere. Ich will nicht bis Cap machen, weil ich sag mal so, auf Dauer, es wird immer schwieriger, es wird immer ja, eintöniger, auch für euch. Ich weiß, das ist immer noch das Projekt, was am meisten geschaut wird, aber wie gesagt, es kommt ja jetzt nicht auf die Zuschauerzahlen an, sondern eben darauf, dass auch ein bisschen Spannung mit drin ist. Ich weiß, euch gefällt es vielleicht, aber halt eben nicht jedem. Und natürlich, wie gesagt, muss ich nicht jedem gefallen. Ich habe mein kleines Nischenprodukt, nenne ich es mal. Und dieses kleine Nischenprodukt hat ja seine Sachen. Es kann durchaus sein, dass ich sage, ja, okay, ich mache jetzt noch bis, was weiß ich, Level 125 oder Level 130 oder Level 135 und der nächste Capcom, den lese ich einfach weg. Es kann aber auch sein, dass ich weitermache. Ich bin mir einfach noch nicht sicher. Und selbst wenn ich irgendwann sagen würde, ja, okay, bei dem Level ist Schluss, könnte es sein, dass ich sage, ach, weißt du was, komm, eins geht noch, wie es halt immer ist, ne? Aber, wie gesagt, die Möglichkeit steht im Raum. Vielleicht sage ich auch einfach, ich ja, pausiere mal kurz und mache halt nur noch Wochenendfolgen für Fiesta, so wie es halt mit dem anderen Fiesta-Projekt war. Wäre auch noch eine Option, da müsste ich mal gucken. Weil, wie gesagt, auf Dauer, also dauerhaft, das steht fest, möchte ich Fiesta nicht mehr machen, weil die Zeiten halt einfach,
es hat sich überlebt. Fiesta ist noch ein tolles Spiel, aber natürlich, gesagt, die Aufrufe kommen halt nicht mehr. Und ich muss sagen, so langsam, allmählich, sollte ich mal zurückreisen, um abzugeben. Nicht hier rumstehen, als würde ich verabschieden mich. Ich muss sagen, allmählich ist es halt auch bei mir die Luft raus. Weil, wie gesagt, ich erzähle und erzähle, ist ja mittlerweile wirklich so, dass Fiesta eine Art Vlog-Format von mir. Also ich könnte keine Vlogs machen oder vielleicht könnte ich mal irgendwann mit richtigen Vlogs anfangen. Da würde ich quasi mit den Themen, wo ich hier quatsche, viel mehr Leute erreichen. Aber ja, dafür hätte ich halt das Problem, das kann ich nicht machen, weil dann schaut keiner mehr Fiesta oder eben es schaut keiner die Vlogs, weil das effektiv dieselben Themen sein werden und das bringt es dann auch nicht. Und ich sag mal so, in einem Let's Play die ganze Zeit, über anderes zu reden, das habe ich gerne mal mitgemacht, das habe ich auch immer gerne mitgemacht, auch gerade bei Iron oder sowas in der Art. Aber auf Dauer finden sich manchmal eben, ist es schwierig, eine Themenfindung zu finden. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie gesagt, ich quatsche hier über Real Life und so weiter und so fort. Das würde ich gerne auch noch weitermachen. Vielleicht würde das als Extra-Folge noch mit reinkommen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Armbrust ist natürlich schön. Aber ich habe ja noch die geliehene, wobei 5, 6, 1. Wohl? Ich glaube, ich sollte langsam mal aufheben und gucken, dass ich mal wieder eine vernünftige Army oder vernünftige Sachen ranbekomme. Aber alles zu seiner Zeit. So. Goldbarren. Flum. Die Schellers machen wir einfach weg. Werden wir wahrscheinlich alles haben. So. Hier haben wir noch eine Rüstung. So, okay. Ich werde mal kurz sortieren. Dingens hebe ich mal auf. Benötigtes Level 114, 125. Ja gut, das ist ja schon ein Unterschied. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall kann es sein, dass sich da irgendwas ändert. Aber erst gesagt, wenn Minecraft durch ist, dieses Versprechen steht immer noch. Dauert auch noch ein paar Tage, also morgen ist nicht zu Ende. Das wird vielleicht so im Sommer sein, vielleicht hat sich da sowieso irgendwas situationsmäßig geändert, dass ich sage, ja okay, wenn zum Beispiel feststeht, ja YouTube schaltet die kleinen Kanäle ab, dass ich sage, ja gut, dann mache ich halt bis zum Ende durch. Wäre auch noch eine Option, wenn YouTube sagt, nee, für euch Kleine ändert sich nichts, wäre das auch noch eine weitere Motivation zu sagen, jo, okay, könnte ich doch weitermachen, aber ihr wisst schon, was ich meine, es ist halt nicht unschwierig, das Ganze anzugehen, weil ich mache das hier sehr, sehr, sehr gerne, auch Fiesta, aber halt nicht jeden Tag. Nicht mehr jeden Tag, weil einfach der es stresst einen zu sehr. Aber ich will halt auch nicht wiederum Folgen ausfallen lassen. Aber wiederum, gerade bei Fiesta ist halt so, ich würde auch gerne mal wieder was anderes machen. Das wäre halt das, was durchkommt. Und gerade auch hier Vlogs oder sowas in der Art. Ich weiß ja nicht, warum ihr Fiesta guckt. Das werden nicht nur reine Fiesta-Zuschauer sein. Vielleicht sind da auch einige dabei, die einfach meine Themen interessieren. Die deswegen notgedrungen Fiesta gucken. Wenn ich jetzt richtige Videos hätte, überrichtige Vlogs, wäre das vielleicht auch ganz günstig. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht mehr über den Ingame-Content von Fiesta reden, weil der halt gerade bei den WDHs immer nur derselbe sein wird. Wenn die Routine weg ist, wenn mal was anderes und was Neues dabei ist, das ist kein Problem, dann wird das auch gerne mit eingebaut. Aber wie gesagt, die Routine ist halt jetzt momentan das, was absolut vorn ansteht. Leider. Nun gut, was willst du machen? Es gehört halt ebenso dazu wie Blumen kaufen, Äpfel essen, Bananen schälen vor dem Essen. Nee, ihr wisst schon, es gehört halt eben dazu, so dazu auch ein bisschen zu quatschen bei einem Let's Play, wenn ich es nicht machen würde, würde halt keiner mehr hinschauen. Andererseits, wie gesagt, es gäbe natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, wie viele andere machen, ja, okay, dann schneide ich halt ein bisschen was raus. Level halt offscreen ein bisschen weiter. Aber A, war das nie das Konzept, was ich hier mit diesem Projekt machen wollte. B, hätte ich gar nicht die Zeit dazu. C, wissen wir nicht, wie es laufen würde, muss man sagen. Natürlich, das wäre wahrscheinlich in vielen der Sachen spannender, aber das kam ja schon zu Level 80 oder so auf, wo ich dann gesagt habe, ja, irgendwo könnte es sein, dass ich da irgendwann mal die Bremse reinhaue. No? Ihr seht ja, Level 80, Level 122,
Das ist sehr lange her, dass ich das gesagt habe, aber die Möglichkeit besteht nach wie vor. So, ich bleibe mal hier vorn stehen, denn wie gesagt, wir wollten ja nächste Folge mal gucken, dass wir die Vorquests für die andere halt nicht winken, absteigen sollst. So, die Vorquests für die andere WDH mal mitmachen und um das machen zu können, ja, sollte ich mal nicht dastehen, wo ich sonst immer stehe, um mich einfach dran zu erinnern. Deswegen bleibe ich hier, ist potenziell sowieso hier irgendwo in der Nähe und dann sehen wir weiter. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt ja mal eure Meinung, eure Wünsche und Anregungen, wie ich es denn machen könnte, einfach unten in die Comments schreiben. Ich hatte schon viele Ideen, viele Möglichkeiten und so weiter und so fort. Aber noch bin ich mir nicht sicher, wie ich es genau umsetzen werde. Aber, wie gesagt, hätte Fahrradkette. Eure Ideen sind auch gern gesehen, denn es sind oft genug gute dabei. Und bis zum nächsten Mal, bis denn. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.